Humor jetzt für. Der Fährmann wird heute viel zu tun haben. Der Feind hat mehr Männer in den Kampf gerufen. Oder Befehl, feuern! Oh Mann. Oh nee, ne? Wie, die erreichen vielleicht die Schlacht nicht. Ah, leck mich fett. Naja, toll. Nun muss es halt eben so gehen. So. Zack. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Ah, diese Kack-Makedonier, ey. Was wollen die denn immer? Nur Stress. Nur Stress. Stress hier, Stress da und die ganze Makedonier-Schar. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Ich muss ohne meine Männer kämpfen, ey. So ein Shit. So ein fucking Shit. Richtig scheiße, wenn die Verstärkung nicht kommt. Ich frage mich, was sie jetzt hier erreichen wollen. Es bringt denen doch eh nichts. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Nein, erzähl. Bumm. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Wo soll ich angreifen? Man weiß es nicht. Warum hab ich denn keine Verstärkung? Der Feind hat mich völlig eingekesselt. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Verstärkungen sind eingetroffen, doch kommen sie rechtzeitig, um zu kämpfen? Ein
fucking Glück. Kämpft, kämpft, kämpft. Ein Glück, Verstärkung. Verstärkung. Das ist so herrlich, so herrlich, so herrlich. Das ist so herrlich, so herrlich, so herrlich. Oh Mann, da fliehen sie, da fliehen sie, da fliehen sie. Oha, Ballisten. Nicht schlecht. Ja, die fügen mir doch schon ein paar Verluste hinzu. Aber wenn der jetzt kommt, dann ist alles gut. Wenn er denn mal kommt. Verarschen oder was? Soll ich vielleicht noch Kaffee und Kuchen rauslegen? Besser wäre euer General auf sein Schwert gefallen, als weiterzuleben. Er läuft davon. Er läuft vorn. Wie ein Alfonso. Einheiten marschieren. Besser wäre euer General auf sein Schwert gefallen, als weiterzuleben. Er läuft davon. Euer tapferer General ist im Kampf gefallen, als er seine Truppen hart mitnimmt. Es wäre besser gewesen, wenn er überlebt hätte. Hat er jetzt aber nicht, also Fresse und weiter kämpfen. Ja, der Feind wird aber auch gut mitgenommen. Schon allein durch die Verstärkung jetzt, das ist schon super. Läuft alles so, wie es laufen soll. Dam, 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 dam. Er leidet jetzt zwar mehr Verluste als vorher geplant. Das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Sind jetzt zwar mehr Verluste als geplant, aber das ist noch im Rahmen des Akzeptablen. Wer ruft denn jetzt an?
So, dann wollen wir jetzt mal noch das letzte Stück hier. Oh, Entschuldigung. Auch nochmal machen. Götter, der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. So, wir schon mal einen Großteil in der feindlichen Armee vertrieben. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Na, jetzt fliehen so ziemlich alle Einheiten der Makedonier. Bis auf da hinten eine. Ach, die Ballisten. Lob sei den Göttern. Geht doch. Dies ist ein heroischer Sieg, der Römer würdig. Verlasse die Armee. Sieg! Oha. Die Ägypter sind bis hier vorne jetzt schon. Oha! Ja, Athen gehört zwar immer noch nicht uns, aber es ist schon sehr, sehr stark geschwächt. So, jetzt noch eben alles verwalten und dann mache ich erstmal aus. So, hier können wir eine Schiffswerft hinbauen. Und in Larissa. Da können wir mal einen Schützenplatz hinbauen. Makedonien und das Haus der Julia hatten Waffenstillstand. Na gut, dafür aber ich noch nicht mit den Makedoniern. Und das wird sich auch nicht ändern. Nicht ändern. Nicht ändern. So, nochmal eben hier zu den Dakiern marschieren. Ja, und dann mach ich erstmal aus und dann sag ich schon bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.